Am Anfang war ich ein bisschen schüchtern und wollte das nicht erzählen. Aber mittlerweile wissen schon alle, dass ich jüdisch bin. Es hat sich schon rumgesprochen. Ich stelle das auch beruflich nicht in den Vordergrund. Ich möchte primär als das wahrgenommen werden, was ich bin, für meine Arbeit, wie ich die leiste, und nicht für irgendeine Identität oder, wie soll ich sagen, einer Minderheit, die man angehört. Also auch in der Grundausbildung ist das, kam das einigermaßen schnell auf. Wir hatten am ersten Wochenende Dienst. Und dann habe ich eine Kameradin gefragt, ob ich von ihr die Notizen abschreiben kann, damit ich am Schabbat nicht mitschreiben muss. Doch, in letzter Zeit hat sich das etwas geändert. Irgendwo bin ich manchmal vorsichtiger. Dann sage ich zum Beispiel, mein Name ist nicht immer jüdisch, sondern kommt aus dem Alten Testament. Ich bin nicht wirklich out of the closet gegangen mit meiner Identität. Auch ziemlich klare Gründe wegen politischer Situation oder Hintergrund ist mir wichtig, dass ich bleibe so fast wie so ein weißes Papier. So, ne? Also wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Auf einer großen Party, wo ich niemanden richtig kenne, würde ich das, glaube ich, nicht erzählen, weil man nicht genau weiß, wer gegenüber ist. Und ich nicht immer Lust darauf habe, eine Diskussion über Antisemitismus, Zionismus. Ich will das nicht immer diskutieren müssen. Und das muss man leider sehr häufig. Also ich hatte da keine Sorge oder Angst, mich da vor die Kamera zu stellen. Es war für mich eher wieder so ein Anlass, mehr nochmal zu sagen, so, ich bin jüdisch und meine Geschichte zu erzählen. Also am Anfang habe ich ja gesagt, ja, kein Problem, wir können meinen Namen benutzen und so weiter und so fort. Und dann dachte ich so, oh je, jetzt mit den ganzen Medien. Vor allem vor dem Hintergrund, dass er jetzt erst vor kurzem es eben wieder diesen das Hochschwelen des Konfliktes gab. Auch meine Freunde zum Beispiel in dieser Zeit gesagt haben, sie wollen gerade bewusst auch keine jüdischen Veranstaltungen besuchen. Dann dachte ich, okay, es macht vielleicht Sinn, doch diese Interview anonym zu machen. Aber als Polizeibeamter hat man doch einen anderen Sinn manchmal. Ja, also wir haben viel Zuwanderung aus dem Nahen Osten und natürlich kommt da hier oder dort eine Haltung mit. Ich dieser Frage immer wieder begegne, wie kannst du inmitten von muslimischen Migranten arbeiten und hast du da keine Angst? Und da habe ich mich am wenigsten bedroht gefühlt. Also es ist irgendwie echt paradox. Ich habe viel mehr Angst vor Leuten, die ja so vermeintlich irgendwie die mitten aus der Gesellschaft sind und die irgendwie auch an Stellen sind, wo sie mit ihren Meinungen etwas bewirken können. Ob ich Angst vor Antisemitismus habe, das ist eine gute Frage, weil mein erster Instinkt ist, Nein zu sagen. Also ich fühle mich sicher, einerseits. Andererseits, die Tatsache ist, dass ich manchmal zum Beispiel nicht Hebräisch spreche, weil ich mich unsicher fühle. Und das muss auf eine bestimmte Art von Angst irgendwie zeigen, was ich vielleicht nicht akzeptieren möchte. Deswegen möchte ich sagen, nein, ich habe keine Angst, aber Vorsicht vielleicht. Ich muss sagen, also am Anfang war ich noch mutiger und irgendwie gedacht, dass Antisemitismus hier in Deutschland doch nicht mehr so stark ist. Doch aus den Nachrichten immer wieder, zum Beispiel in dieser Vorfall in Halle auch. Es war Yom Kippur, wir waren im Gebet. Und irgendwann kam dann die Nachricht doch durch und es wurde uns halt auch offiziell gesagt, was passiert ist in Halle. Und man fühlte sich auf einmal in seiner Yom Kippur-Blase nicht mehr sicher. Weil das hätte auch hier passieren können. Einfach.